Wir von der ÖH Maturantinnenberatung bieten viele Informationen rund um Studienbeginn und Studium. Einige wichtige Themen haben wir für dich zusammengefasst. Was für Möglichkeiten habe ich nach der Matura? Als erstes sollte dir bewusst sein, dass, wenn du die Matura bestanden hast, ein ganz neuer Lebensabschnitt für dich anfängt, der wesentlich mehr Selbstständigkeit verlangt. Du hast verschiedene Möglichkeiten, was du machen kannst. Du kannst beispielsweise nach der Matura direkt zu arbeiten beginnen. Du kannst aber auch eine Lehre mit verkürzter Lehrzeit machen oder dich weiterbilden. Wenn du dich irgendwie weiterbilden willst, dann gibt es da auch sehr viele Möglichkeiten, zum Beispiel Universitäten, Fachhochschulen, pädagogische Hochschulen oder auch Colleges. Wie kann ich herausfinden, welches Studium zu mir passt? Also zuerst solltest du dir am besten einmal überlegen, was für Schulfächer dir eigentlich am besten gefallen haben in der Schule oder auch was für Hobbys du am liebsten machst, beziehungsweise generell, was dich eigentlich so interessiert. Dann kannst du dir überlegen, ob du dir eigentlich damit vorstellen kannst, etwas zu machen und darin einen Beruf auszuüben. Und wenn du dann schon weißt, was für einen Beruf du eigentlich ausüben möchtest, dann kannst du dir überlegen, was für ein Wissen dafür notwendig ist oder welche Fähigkeiten du dafür eigentlich benötigst. Und wenn ich weiß, was ich gern mache, wo kann ich dann herausfinden, was für ein Studium dazu passt? Jetzt kannst du beginnen, auf der Studienplattform der österreichischen Hochschülerinnenschaft nach Studienrichtungen zu suchen, in denen dieses Grundwissen und diese Fertigkeiten vorkommen. Dort findest du auch alle Informationen zu diesem Studium und zu Aufnahmeverfahren oder Aufnahmetests dazu, genauso wie irgendwelche weiterführenden Informationen oder Unterstützungsangebote für Studierende mit Kind oder ein barrierefreies Studium. Normalerweise beginnst du deine universitäre Karriere mit einem dreijährigen Bachelorstudium, auf das ein zweijähriges Masterstudium folgt. Das Bachelorstudium vermittelt dir ein Grundwissen, das Masterstudium bietet dir danach die Möglichkeit, dich in unterschiedlichen Richtungen zu spezialisieren. Ich finde mich auf den ganzen Hochschul-Homepages überhaupt nicht zurecht. Wo kann ich mir Hilfe holen? Wenn du Hilfe dabei benötigst oder noch irgendwelche Fragen hast, dann kannst du dich einfach an die Studien- und Maturantinnenberatung der österreichischen Hochschülerinnenschaft wenden. Wir haben unser Büro 5-mal pro Woche geöffnet. Du kannst uns Anfragen via Telefon, E-Mail, Skype stellen oder du kannst auch einfach persönlich schnell vorbeischauen. Oder du gehst direkt zu den Studienrichtungsvertretungen. Die funktionieren ähnlich wie Klassensprecher, nur eben direkt für deine Studienrichtung. Was, wenn ich mich nicht zwischen meinen Wunschstudienrichtungen entscheiden kann? Wenn du mehrere Studienrichtungen ausgewählt hast, dann ist es wohl am besten, wenn du zuerst auf die Homepage der jeweiligen Hochschule schaust und dir noch weitere Informationen dazu holst. Und dann kannst du zum Beispiel einfach eine Pro- und Kontraliste erstellen und die dann mit Verwandten, Bekannten, Freunden durchbesprechen. Und wenn dann immer noch mehrere Studien überbleiben, kannst du natürlich auch mehr als nur ein Studium inskribieren und anfangen zu studieren. Gibt es eine Möglichkeit für mich, irgendwo in mein Wunschstudium hineinzuschnuppern? Ja, die österreichische Hochschülerinnenschaft bietet das Projekt Studieren probieren an. Beim Projekt Studieren probieren kannst du eine Lehrveranstaltung deines Wunschstudiums besuchen, gemeinsam mit einem Studierenden, der dieses Studium schon länger besucht. Dabei bekommst du einen Einblick in das Studium und kannst anschließend Fragen stellen. Was muss ich beachten, nachdem ich mich für mein Studium entschieden habe? Du solltest dir jetzt nähere Informationen auf der Homepage deiner Universität suchen. Dort findest du die Zugangsmodalitäten und ob es einen Aufnahmetest gibt. Gibt es einen Aufnahmetest, musst du dich auf jeden Fall früh genug dazu anmelden. Die Aufnahmetests beginnen bereits im Jänner, daher solltest du dich frühzeitig informieren. Als Faustregel kann man sagen, es haben alle Fachhochschulen und pädagogische Hochschulen Aufnahmeprüfungen. Es gibt natürlich auch einige Universitätsstudien mit Aufnahmeprüfungen. Am bekanntesten ist dann Medizin. Falls du detailliertere Infos zu einer Studienrichtung willst, gibt es immer noch die Studienvertretungen. Diese gibt es für jede Studienrichtung an fast allen Universitäten. Das sind Studierende, die gewählt wurden, um dir zu helfen und sind dementsprechend gut über das Studium informiert. Wie kann ich mir mein Studium finanzieren? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dir das Studium zu finanzieren. Wenn du 18 bist, hast du die Möglichkeit, dir die Familienbeihilfe selbst auszahlen zu lassen. Das heißt, sie kommt auf dein Konto und nicht auf das deiner Eltern. Zudem solltest du unbedingt Studienbeihilfe beantragen. Das ist sehr einfach, kostet nicht viel Zeit und kann viel bringen. Außerdem sind deine Eltern weiter unterhaltspflichtig, solange du ein Studium ordentlich betreibst. Leider reicht das für viele Studierende dennoch nicht aus. Ich möchte auch einmal ins Ausland gehen. Welche Möglichkeiten habe ich da?
Da gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder das ganze Studium im Ausland absolvieren oder du kannst während deines Studiums ein oder zwei Semester ins Ausland gehen. Wenn du dein Studium ganz im Ausland verbringen willst, musst du dir das selbst organisieren. Wichtig ist dabei, dass es auch besondere Finanzierungsoptionen zu beachten gibt, zum Beispiel das Mobilitätsstipendium. Wenn du im Rahmen eines Studiums, das du in Österreich machst, einen Auslandsaufenthalt planst, dann gibt es Organisationen wie Erasmus oder Joint Studies, die dir bei der Organisation helfen. Wir hoffen, wir konnten alle deine Fragen beantworten. Wir wünschen dir viel Glück für deine Studienwahl. Und wenn du noch weitere Fragen an uns hast, dann wende dich einfach an uns.